Alice Weidel fordert nach Solingen einen Einwanderungsaufnahme- und Einbürgerungsstopp für mindestens 5 Jahre. Das wäre faktisch eine Abschaffung des Menschenrechts auf Asyl und ein Ende jeglicher Zuwanderung. Unterstützen Sie diese Forderung? Also das Asylrecht, politisch Verfolgte, wie es im Grundgesetz steht, das unterstützen wir. Diese ungeheure Sozial- und Wirtschaftsmigration millionenfach aus Orient und Afrika, das ist das, was wir abstellen wollen. Das ist das, was die Wähler abstellen wollen. Das ist das, was die CDU jetzt übernommen hat. Ich bin ja im Innenausschuss. Die Anträge sind 1:1 identisch. Zurückweisung an der Grenze nach Dublin, Abschieben, Afghanistan, Syrien, diese ganze Programmatik. Das sind alles die Punkte gewesen, wegen deren die CDU mal gedacht hat, wir machen eine Brandmauer gegen die AfD, weil es ist ja menschenfeindlich und inhuman und so. Jetzt macht sie es selber, weil es war vernünftig. Unsere Warnungen waren richtig, unsere Forderungen waren richtig. Und die Wähler wollen das. Also wovon keine Partei spricht, im Gegensatz zu Ihnen, ist die millionenfache Remigration, wie Sie das nennen. Die können das nennen, wie sie wollen. Da geht es jetzt um Worte. Wir haben 600.000 Syrer, die wieder zurückgeführt werden könnten. Dänemark macht das bereits. Wir haben Afghanen, da kommen sie schnell auf hohe Zahlen. Das ist doch was, was die Bevölkerung will. Das ist doch nicht, was wir uns ausgedacht haben. Die Bevölkerung hat Angst. Die fühlt sich fremd im eigenen Land. Das ist es. Und deshalb wählen die uns. Sie glauben jetzt noch der CDU. Und 70% der Parteimitglieder im Osten wollen mit uns zusammenarbeiten in der neuesten Umfrage der CDU-Mitglieder. Ich bin mal gespannt, wie lange die CDU sich gegen diese Logik wehren kann, wo sie doch unsere Themen übernommen hat, während deren sie mal eine Brandmauer gemacht hat. Die ist logisch hinfällig. 70% wollen Michael Kretschmer sehen. Das ist die Zahl. Weil wir einen Ministerpräsidenten haben, der nicht nur redet wie Sie, sondern die Menschen wollen Taten sehen, Herr Baumann. Sie reden die ganze Zeit. Es gibt einen Ort, wo Sie Verantwortung übernehmen. Dieser Ort heißt Sonneberg. Im Kreis Sonneberg haben Sie als letztes die Bezahlkarte. Frau Zimmermann, ein Satz. Als letztes hat die AfD dort die Bezahlkarte eingeführt. Das ist doch Unsinn. Sie müssen Taten wollen die Leute sehen. Sie wollen die doch abschaffen, die Bezahlkarte. Hat doch Merz gerade gesagt. Das ist doch Unsinn.